Mimi hat ein neues Video rausgebracht. Kleines Zwischenvideo. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich habe auch derweil mit Mimi wieder Kontakt. Der hat mich auf Twitter angeschrieben. Und ich war ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen perplex. Er hat mir da Fragen gestellt, die durchaus pikant sind und in Aussicht gestellt, dass da eventuell etwas kommen könnte, was ziemlich groß sein wird. Chat, ich würde sagen, wir grinden es einfach erstmal rein. Fangen wir an mit dem ersten Video von Mimi, meine Freunde. Kleines Zwischenvideo. Auf geht der Hase, Leute. Let's go. Viele wollen jetzt wahrscheinlich mehr zu den Vorwürfen gegen ApoRed und Leon Mascher zu der Sylvie-Sache hören. Genau. Das Ding ist, dass die beteiligten Personen slash Zeugen das erstmal juristisch klären möchten. Deshalb werde ich mich jetzt nicht dazu äußern. Abgesehen. Mhm. Stimmt, Alter. Das ist ja auch nochmal so das Ding, wenn das halt Leute mitbekommen haben. So einfach mal so eine Falschaussage. Ja, schwieriger Hase. Von dem Vorfall an sich kann ich nur sagen, dass ApoRed hier auch schon wieder Scheiße gelabert hat. Ich meinte, ja, was hatten wir denn an, meine Frage? Kannst du dich daran erinnern? Ja oder nein? Wir hatten nicht mal eine Frau angesprochen bei Webvideopreis. Da habe ich auch genügend Zeugen. Und wir waren nur 20 Minuten da, wenn überhaupt. Immer in Gruppen. Deswegen hat sie damals auch keine Namen genannt, weil einfach so viele Fragen sonst kämen. Ah, okay, wer ist der Zeuge? Was, wie, wo, genau, pipapo. Ne? Da hätten noch viele Leute bestätigt, dass wir halt immer in gewissen Gruppen waren. Beim Videopreis waren die definitiv nicht immer in Gruppen unterwegs, wie er hier behauptet hat, weil ich an dem Tag doch selber da war und die beiden gesehen haben, wie die da zu zweit rumgetingelt sind. Was für mich auch komplett schleierhaft ist, Carina schildert ihr eigenes Erlebnis von 2016, zeigt, dass sie bei der Gangtour gearbeitet hat und haut alte Chatverläufe raus, die zeigen, dass sie damals mit Freunden über den Vorfall geredet hat. Und Rap... Ey... ich bin mittlerweile der Meinung, Alter, das zeigt mal wieder, dass das Internet und vor allem die Personen, die sich darin rumtreiben, nichts vergessen. Janju05, Dankeschön für deinen Sub, Bro, vielen Dank. Das Ding ist halt, Leute, es gibt so viele alte Stories, die wirklich, wirklich krass sind. Slowly04, Dankeschön für deinen Sub, die wirklich insane sind, die so tief sitzend widerlich sind, Leute. Und das kommt alles gerade wirklich hoch. Und ich bin wirklich mal gespannt, was da noch so ans Tageslicht kommt, weil das ist, glaube ich, nicht nur ApoRed und Mimi betreffend. Wie gesagt, zu der ganzen Geschichte will und möchte ich mich gar nicht äußern. Gar keinen Bock darauf, so mich da irgendwie einzumischen. Aber ich sage auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viele Dinge in früheren Zeiten und wahrscheinlich sogar noch heute abgehen. Es gibt leider Gottes Personen in diesem ganzen Spektrum. Yo, Leute, Menschen. Hey, Mimi, kurz Maul halten, danke. Leute, die halt gerne auf ihren Hype mal so ein bisschen überdreht reagieren. Und Zore Milan, danke schön für deinen Resub, Bro. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich sag nur, dass es halt immer wieder solche Geschichten gab. Ja? Und alles andere wird sich dann wahrscheinlich in der Folgezeit dann zeigen. Ist einfach, dass die Verläufe gefotoshoppt sind. Bezüglich der Carina-Sache haben mir gerade richtig viele in die DM geschrieben. Red, Digga, die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Also, Digga, Digga, Red, ich will dich jetzt hier nicht fronten und angreifen. Wir kennen uns beide persönlich, Bro. Aber ich glaube nicht, dass Carina das nötig hätte, hier Chatverläufe zu faken. Wisst ihr, wenn man wirklich Scheiße gebaut hat, und ich will hier gar keine Wertung aussprechen, dann sollte man tatsächlich auch dazu stehen und sagen, boah, Digga, ich habe damals fett Scheiße gebaut, ich habe dies, das gemacht. Aber jetzt ständig zu denyen, also, ne? Keine Ahnung, Alter. I don't get it so. Die Schriften haben nicht gepasst, alles war schief, etc. Vanessa, dankeschön. Wenn Tom die blauen Haare hat, dann müsste im Endeffekt andersrum sein, wenn die hängen. Ein Indiz. What the fuck? Ich habe einen Kumpel, der ist Mediengestalter und der sagt auch, die Chatverläufe sind faked. Ja gut, wenn der Kumpel als Mediengestalter das sagt, Bro, dann... Ja, wahrscheinlich Photoshop, weil der Chatverlauf breite Arme hat, so wie dieser Robocop. Red, jetzt mal no joke, wie willst du das denn faken? Und was bringt es bitteschön der Sylvie im Privatchat bei ApoRed zu sagen, dass er und Leon Mascher es war? Sie wusste nicht mal, dass ich die Info öffentlich rausgehauen habe. Was bringt es ihr denn, nach Jahren in den Privatchat zu schreiben? Für Aufmerksamkeit? Welche Aufmerksamkeit hat sie denn in dem Privatchat? Hä? Und was bringt es einer Carina im... In der Bremen, alle muss da hinten rennen und ich hasse Rennen. Und ApoRed, der hat meine Schulter massiert. Ich muss jetzt beim Schminken... Sabibo mit den Mädels raus. Digga, diese ganze Gangtour, Alter, schwierige Geschichte. Wirklich schwierig, Alter. Ganz, ganz schwierig.
im Jahr 2016 Leuten einfach so zu schreiben, dass ApoRed sie massiert hat, damit sie es 2020 benutzen kann. Was hat denn Carina davon, da zu lügen? Red sagt, dass sie ihn einfach damals nicht leiden konnte und ihn schlecht machen wollte. Das ist nicht wahr. Das weiß ich nicht. Ich weiß, vielleicht magst du mich, vielleicht hast du es bei 2016 nicht einfach gemocht. Vielleicht warst du einer von den Leuten. Ey, Carina, vielleicht warst du einer von denen, die mich angesprochen haben. Ich weiß es doch gar nicht. Ich merke, du magst mich ja absolut nicht. Ich kann dir absolut jede Lüge zu. Das hat doch nichts mit Sympathie und Antipathie zu tun, Digga. Ich verstehe halt nicht, Alter, dass das nicht einfach mal zugegeben wird, Bro. Zustellen, absolut. Es ist absolut plausibel, okay, dass du mich aber nicht magst. Und dann kannst du natürlich auch Lügen-Stories erzählen. Wie kannst du noch ruhig schlafen mit so einer Lüge? Ganz ehrlich, Arena. Okay. Schäm dich. Boah, Digga, auch noch auf die Art. Mann. Du musst mich hassen, dass du so krass lügst. Ganz ehrlich, Carina, lass mal umreden. Ich merke, du hast mich absolut. Also lass mal bitte umreden. Ich will eigentlich nichts mehr von dir hören. Wenn das so sein soll, wie ApoRed sagt, verstehe ich nicht, warum sie das dann mit der Massage gesagt hat. Da gibt's doch viel dreckigere Sachen, die man sich ausdenken kann, als eine fucking Massage, um jemanden schlecht zu machen. Zumal ApoRed seine Glaubwürdigkeit sowieso schon seit Jahren aufgegeben hat, zusammen mit Leon und dem konstanten Zuschauer verarschen. Er hat seiner Community letztens sogar auch noch erzählt, dass ich, Mimi, selbstmordgefährdet sei. Und er hat mir dann noch ähnlich wie Leon das Psychopathen-Image versucht anzuhängen, um mich fertig zu machen. Das, Digga, kommt aber erst im Payback 14, Alter, also nach Payback 13. Ich find's auch übrigens lustig, dass Leon bei der ganzen aktuellen Debatte mal wieder die Fresse hält. Hm, mal gucken, was bei den Paybacks noch so ans Tageslicht kommt. Zwinker-Smiley. Ja. Mhm. Also ich sag's euch, Leute, eine Geschichte, die habe ich indirekt oder direkt mitbekommen, beziehungsweise in Boah, wie formuliere ich das jetzt, ohne mich da einzumischen oder mich jetzt hier großartig selber zu belasten? Wartet einfach mal ab. Es gibt, glaube ich, eine Geschichte in der Gang, von der Gangtour Berlin, die da passiert ist, die ich indirekt habe mitbekommen, weil ich auch vor Ort gewesen bin. Da wird aber Mimi sicherlich noch was zu Leon speziell sagen. Red habe ich auf der Gangtour nichts Negatives mitbekommen, war aber auch selber nur ein paar Tage mit dabei, allerdings glaube ich genau die Tage in Berlin, wo es dann so abgegangen ist. Mimi und Carina Pusch, es reicht 33 Minuten, Bro. Das kann ich mir jetzt nicht reinziehen. Also ich würde es mir wirklich... ich würde es mir wirklich gerne reinschauen, aber das machen wir dann morgen oder sowas, Leute. Ja, lass uns das bitte morgen zusammen angucken, okay? Wallahi, ich packe mir das morgen auf die Liste. Ich will beide Seiten sehen und hören. Ah, wobei, wenn ich ehrlich bin, will ich eigentlich gar nichts davon sehen. Aber wir ziehen es morgen rein.